In den letzten Tagen habe ich mal YouTube ein bisschen durchstöbert, weil ich ein Problem habe. Das Problem ist, was sonst? Freundschaft Plus, nennen Sie, wie es will, ich spreche über die Glock. Ihr wisst ja alle, ich bin kein Glock-Lover, werde es auch niemals sein. Aber ich habe nun mal eine. Und bis zur Landesmeisterschaft EPP hat mit der Glock eigentlich auch alles soweit ganz gut funktioniert. Dann war ich eine Woche im Urlaub, habe ein paar Mal damit nicht geschossen, kam wieder auf den Stand zurück, habe die Glock geschossen und funktioniert gar nichts mehr. Das Problem, was ich habe, die Treffer gehen alle extrem tief. Ich muss selbst aus 7 Meter sehr hoch anhalten. Daraufhin bin ich jetzt, wie gesagt, durch YouTube gegangen und habe einfach mal angefangen zu gucken. Es gibt da die unterschiedlichsten Kommentare, unterschiedlichsten Videos zu dem Thema. Bei einem Thema bleibe ich aber immer wieder ein bisschen mit hängen. Und dieses Thema ist, wie positioniere ich meinen Finger richtig am Abzug? In meinen Augen, du kannst dir so viele Videos angucken, wie du willst. Du guckst dir 10 verschiedene Videos an und jeder sagt dir was anderes. Wir müssen hier, glaube ich, auch immer ein ganz klein wenig unterscheiden zwischen Präzisionsschießen, also sprich DSB 25 Meter oder Dienstpistole 25 Meter, wo ich alle Zeit der Welt habe, um meine Schüsse zu platzieren. Oder ob ich eine dynamische Disziplin schieße. Da unterscheidet sich für mich schon mal ganz, ganz drastisch, wie ich meinen Finger am Abzug positioniere. Ich kann also nicht vom einen unmittelbar auf das andere schließen. Jeder, der im Präzisionsschießen unterwegs ist, kriegt es ja schon im Verein gesagt, wir gehen immer vorne mit der Fingerspitze an den Abzug. Ich möchte hier oben eine Lücke haben, damit ich den Abzug gerade nach hinten ziehen kann. So, so die Theorie. Und wenn ich Zeit habe, dieses zu tun, mag das funktionieren. Habe ich aber eine Disziplin, wie jetzt im IPSC, DSU, BDMP, wo ich schnellere Schussfolgen abgeben muss, dann sieht das vielleicht ein ganz klein wenig anders aus. Dann spricht man im Regelfall davon, so die meisten Videos, dass ich ungefähr die Mitte von meinem Finger an den Abzug legen soll. Dass er also ungefähr so dort liegt. Wieder der Nächste geht hin und sagt, schieb den Finger komplett rein bis in das Gelenk. Und dann schieß. So, ihr seht, drei Videos, drei verschiedene Aussagen. Und jetzt bringe ich nochmal einen weiteren Aspekt in diese Gleichung mit rein. Ergonomie der Hand, Ergonomie der Waffe. Nicht jede Waffe ist gleich, nicht jede Handgröße ist gleich. Nicht jeder hat ausreichend lange Finger, um zum Beispiel den Abstand hier zu halten und den Finger mit Mitte des Fingers, des ersten Fingergliedes, am Abzug zu positionieren. Hier bei der Glock schon mal gar nicht. Sage ich ganz ehrlich, das ist einer meiner größten Schwierigkeiten mit der Glock. Ich bin froh, wenn ich den Finger einigermaßen gerade habe, aber so wirklich weg, wie es sein sollte, so die Videos jedenfalls, kriege ich den Abzug, den Finger am Abzug jedenfalls nicht. Nehmen wir mal als Gegenzug dazu meine CZ-75. Da sehen wir, ich bin ungefähr mit dem Finger mittig und habe meinen Abstand. Einen dezenten Abstand, wohlgemerkt. Hier sind wir aber jetzt auch im Single-Action-Bereich unterwegs. Bin ich im Double-Action, wenn die Waffe noch Double-Action-fähig wäre, liegt mein Finger komplett an und ich komme nur mit meiner Fingerspitze dran. Wir müssen also tatsächlich unterscheiden zwischen den einzelnen Waffentypen, wo ich meinen Finger am Abzug positionieren kann. Gehen wir dann zum Beispiel hier eine Sig Sauer P-Serie, hier die 226. Hier habe ich ein vergleichbares Problem wie mit der Glock. Der Griff ist für mich letzten Endes zu groß. Mein Finger liegt komplett am Rahmen an. Und der Abzug ist schon im Single-Action-Modus drin. Wenn ich im Double-Action, keine Chance. Da muss ich so brutal ziehen und ich kriege keinen Hebel dahinter, dass es gar nicht wirklich funktionieren kann. Das bringt mich wieder zu dem Punkt und zu dem Gedanken. Man kann die richtige Position des Fingers nicht pauschalisieren. Jeder hat eine andere Hand, jeder hat unterschiedlich lange Finger. Jeder hält die Waffe ein ganz klein wenig anders und jede Waffe hat einen anderen Griff. CZ-75, einen relativ schlanken Griff,
Die Glock hat von Grund auf in der kleinsten Konstellation, also ohne Backstraps und so weiter, einen relativ großen Griff, zumindest die Gen 4. Bei der Gen 5 geht es wieder ein bisschen besser. Die Sig Sauer zum Beispiel hat einen verhältnismäßig großen Griff und selbst mit dem E2-Griff dran, schwierig, hatte ich früher auch schon Probleme mit. Von daher bin ich der Meinung, schaut euch ruhig diese Informationen an, probiert sie aus und findet den für euch besten Weg, wie ihr mit eurer Waffe, eurer Handgröße an der Waffe zurechtkommt und die besten Treffer erzielen könnt. Alles andere ist Kokolores und wird sonst nicht funktionieren, da ihr euch komplett verbiegen müsstet, um das in irgendeiner Form hinzukriegen.